Hallo, ich begrüße Sie mal wieder zu einer Sequenz im Absenhaus. Wir befinden uns hier im Eingangsbereich, das heißt im Flur des Hauses, und da gibt es Vorschriften. Aber bevor wir die erklären, will ich uns erst mal vorstellen. Mein Name ist Konrad Rennert, ich bin der Geschäftsführer der Pupages GmbH. Wir sind Ihr Bauherr, beziehungsweise meine Frau ist Gesellschafterin und die hat uns das Haus vermietet und ich trete hier als Bauherr auf. Neben mir steht mein Schulfreund und der Architekt Karl Günther Frisch. Ja, hallo, liebe Fangemeinde. Ja, wir haben jetzt hier mal ein anderes Thema wieder. Und zwar ist uns hier im Treppenhaus aufgefallen, dass hier oben ein Rauchmelder hängt. Davon bin ich freudig überrascht. Vielleicht kann man das mal im Bild sehen. So, da hängt er. Da ist er. Das heißt also, der ist vorbildlich untergebracht, wie sich das gehört, weil das Treppenhaus hier auch ein Rettungsweg ist. So, dann müssen wir noch mal zu den gesetzlichen Grundlagen gehen. Das werden wir uns dann vielleicht... Den Satz bitte noch mal wiederholen. Ich habe da jetzt dummerweise weggeschwenkt. Ach so. So, wir müssen noch mal zu den gesetzlichen Grundlagen gehen. Oder sollen wir da reingehen? Das können wir dann auch drin machen. Machen wir es drin, ne? Wir haben eben die Einrichtung gesehen. Ein Rauchmelder, der ist hier im Treppenhaus, beziehungsweise im Eingang. Es sind weitere hier angebracht. Und jetzt geht es um die gesetzliche Grundlage. Ja, das war das Stichwort von eben die gesetzliche Grundlage. Da müssen wir nochmal einen kleinen Ausflug machen. Seit 2005 gibt es in der hessischen Bauordnung die Verpflichtung, Rauchmelder zu installieren. Die Zeit, es gibt eine Nachrüstzeit auch für bestehende Gebäude, die ist am 31.12.2014 abgelaufen. Das heißt also, jetzt müssen die drin sein. Fragt sich wo? Eigentlich Paragraph 13 sagt es, ne? Das sind die Schlafräume, das ist das Kinderzimmer und die Flure als Rettungswege. Und das ist das, was wir im Eingangsbereich gesehen haben. Der Flur, das Treppenhaus ist in der Regel auch der Rettungsweg. Deswegen korrekterweise gehört so ein Gerät dahin. So, jetzt haben diese Geräte natürlich fest eingebaute Batterien. Ich mache jetzt mal so ein Gerät, das wir eben an der Ecke gesehen haben, nochmal auf. Ne? Ja, hat meine Frau nicht gekauft. Ein Sonderangebot bei einer Lebensmittelkette, die mit E anfängt und A aufhört. War alles drin, 5,95 €. Genau. Auch die Befestigungsmittel. Genau. So, und die Betriebsanweisung. Ich will mir jetzt sparen, wo Sie das Ding genau installieren müssen im Detail. Dazu gibt es eine Bedienungsanleitung und Sie werden sehen, da steht es nochmal genau drin, beziehungsweise im Internet können sich diese die Details dazu genauestens runterladen. Aber vielleicht nochmal zu den Unterschieden. Das ist hier so ein Standardmodell. Es gibt auch andere, wo Sie die Batterie fest drin haben und die läuft 10 Jahre und Ruhe ist. Da muss man sich weiter drum kümmern, dann ist das Ding allerdings auch abgelaufen und dann muss man ein neues installieren. So, die Pflicht ist natürlich aus der HBO, dass man einmal im Jahr so ein Gerät prüfen muss. Auch Funktion, das ist natürlich dieser Knopf und dann löst es aus oder nicht. Das sollte auf jeden Fall gemacht werden. So, und dann komme ich zu einem etwas empfindlicheren Thema. Das muss rechtssicher dokumentiert werden. Was heißt das? Das heißt also, wir müssen genau aufschreiben, was ist es für ein Modell, wer hat es durchgeführt, wann wurde es durchgeführt und ja, vielleicht, wenn man einen guten Nachbarn hat, dass er bei dieser Prozedur dabei ist, der dann dieses in Form einer Zeugenaussage quittieren kann. Ich glaube, dann sind wir eher auf der richtigen Seite. Das heißt also, wenn ich als Physiker bei meinem Nachbarn Zeuge bin, dass der aufs Knöpfchen gedrückt hat und ich habe gehört, Anlage löst aus, also auch, dass im Ernstfall der Ton abgesondert wird, der die Bewohner warnt, dann ist das ausreichend, dann sollten wir das also noch aufschreiben, an welchem Tag, ja, welche Personen anwesend waren, richtig, ja, haben das gehört, legen das zu den Akten, damit wir den Nachweis erbringen können. Ja, ja, also das denke ich, wird sicher rechtskonform sein. Sie können auch Ihre Versicherung fragen, aber ich denke mal, dass da keine allzu konkreten Antworten kommen wird. Machen Sie es einfach so, dass Sie sagen kann, okay, ich habe einen Nachweis, dass ich es gemacht habe und Ihr Nachbarn, ich hoffe, er wird Ihnen in Gegenseitigkeit helfen können.
So, vielleicht nochmal ganz kurz zu den Modellen. Ich hatte ja vorhin dieses Langzeitmodell beschrieben. Es gibt natürlich auch Melder, die sich verketten. Das ist vielleicht auch eine Überlegung wert, denn wenn zum Beispiel unten im Keller das Gerät auslöst und Sie sind oben im ersten oder zweiten OG und schlafen, hören Sie gar nichts. Und schnell ist es zu spät. Dafür gibt es Melder, die, wenn einer auslöst, erzählt er das den nächsten, und Sie haben schnell die Kenntnis, dass unten irgendwas passiert. Sehr vorteilhaft, muss ich sagen, weil es erhöht einfach die Zeit, sich selber in Sicherheit zu bringen. Und das ist wirklich ein Überlegungswert. Und wem natürlich ein solches Gerät nicht besonders gefällt, es gibt inzwischen auch schon Designerstücke, die können Sie sich im Internet anschauen. Da sind alle Möglichkeiten gegeben. Hauptsache, die Funktion ist da und die Dokumentation. Das wahrscheinlich von der Eco-Siegel oder sowas. Ja, natürlich müssen die DIN-Vorschriften, das steht in der Regel auf der Packung und auf dem Gerät, dass es DIN-konform ist. Da kann man heute von ausgehen. Aber prüfen Sie es nochmal. Ich denke, dann dürfte nichts schief gehen in Zukunft. Das okay, nichts schief gehen. Wollen wir es hoffen, dass wir nie das Gerät hier im Haus wirklich hören müssen. Aber ja, funktionieren muss es immer. Ich denke, das ist ein guter Abschluss. Ich bedanke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch mal zu diesem Thema.